Claudia vom Video- und TV-Team bei Funke Digital in Berlin. Und ich würde euch heute gern was zu unserem Kerngeschäft im Bereich Fernsehen, genauer gesagt Connected TV, also internetfähige Fernseher, erzählen. Also ganz einfach gesagt arbeiten wir daran, Inhalte auf Fernsehern auszuspielen, zu distribuieren. Der dafür verwendete Begriff heißt FAST und FAST steht für Free Ad Supported Streaming TV. Ihr kennt den Begriff Streaming sicher von Netflix oder Prime, Amazon Prime. Technologisch funktioniert das recht ähnlich, also die Art und Weise, wie die Inhalte über den Fernseher ausgespielt werden. Finanziert wird das Ganze bei Netflix oder Prime über Abo-Modelle und bei FAST ist es eben werbefinanziert. Die stärkste Verbreitung haben wir tatsächlich bei Samsung und so findest du uns am ehesten auf Samsung Fernsehern, die ans Internet angeschlossen sind. Dort gibt es relativ präsent auf dem Homescreen eine Kachel, die nennt sich TV Plus. Und dann bist du im Grunde genommen sofort im Service und findest, aktuell sind es um die 100 Kanäle. Und mittlerweile erreichen wir damit mit ca. 45 Kanälen in 15 Ländern auf vier großen Plattformen um die 2 Millionen Stunden Verweildauer im Monat. Hi, ich bin Verena und bin für den Content-Bereich in der Unit Video und TV verantwortlich. Das Herzstück sozusagen ist die 24/7 Programmplanung unserer derzeit 45 Kanäle in 15 Ländern. Und man kann hier vielleicht an der Stelle auch noch mal erwähnen, dass wir den Fokus auf die Dachregion haben. Hier sind wir mit 78% sehr stark vertreten. Wir beziehen unsere Inhalte vor allen Dingen auch über Content-Partnerschaften, das heißt also wirklich über Content-Lizenzen. Und hier haben wir ein sehr, sehr breites Spektrum an unterschiedlichen Genres und Formaten. Das reicht halt von klassisch modernen Filmen und Serien über spannende Dokumentationen, Sportsendungen, Kochsendungen bis hin zu Lifestyle-Themen. Und wir sorgen mit unserem internen Content-Management-System dafür, dass Inhalte eingepflegt, aufgeschalten und auch abgeschaltet werden. Ein essentieller Bestandteil ist zudem auch die Qualitätskontrolle auf unseren unterschiedlichen Plattformen. Wir sehen definitiv FAST als Distributionskanal in der Zukunft. Wir haben auch in der Vergangenheit schon einen ersten Versuch gestartet mit GoFeminin. Hier hat sich halt gezeigt, dass man den Versuch wirklich jetzt wagen wollte, ein Frauenmagazin ins TV zu bringen. Das wäre vielleicht auch nochmal mein Appell auch an alle Redaktionen, gerade im Magazinbereich, inhaltlich gemeinsam vielleicht auch TV-Konzepte zukünftig umzusetzen. Also das Fast Business hat heute schon eine besondere Bedeutung für Funke Digital und auch für Funke. Wir machen heute bei Funke Digital rund 10% unserer Umsätze mit dem Fast Business mittlerweile. Und der Markt entwickelt sich natürlich super schnell. Bereits in diesem Jahr werden knapp 7 Milliarden Euro weltweit prognostiziert an Werbeumsatz, der in dieses Segment fließt. Und für uns hat es einfach eine hohe Bedeutung. Eine Bedeutung hinsichtlich der Vermarktungsstrategie, die wir unseren Kunden bieten, wo wir mit unseren Kunden im Austausch sind, aber auch hinsichtlich unserer Markenstrategie. Ich würde mir wünschen, dass wir in 5 Jahren möglichst viele unserer sehr starken Marken auf FAST haben.